Willkommen zu einer weiteren Einheit des Arbeitsbuchs Statistik. Dieses Mal mit einer Einheit zum Thema Unabhängigkeitstests. Schauen wir uns hierzu die Aufgabenstellung einmal an. Ein Getränkehändler erhebt Daten über seine Kunden. Hierbei hält er fest, ob alkoholische oder unalkoholische Getränke gekauft wurden und zu welcher Uhrzeit der Einkauf erfolgte. Er stellt die folgende Tabelle zusammen. Dann sehen wir halt hier insgesamt 4 Möglichkeiten. Und als Aufgabenstellung dazu, nutzen Sie einen geeigneten Test, um bei einem Fehlerniveau von 5% zu prüfen, ob ein Zusammenhang zwischen der Uhrzeit und den gekauften Getränken besteht. Fangen wir damit an. Und dazu übernehmen wir zunächst die Tabelle, wie sie gegeben ist, und ergänzen eine Zeile und eine Spalte. Und in denen rechnen wir jetzt die Randhäufigkeiten aus. Randhäufigkeiten ergeben sich dieses NIJ als Zeilensumme und das N-J als Spaltensumme. Das heißt, ich addiere jeweils immer die links davon oder darüber stehenden Werte. Das heißt, fangen wir hier mal mit den Spaltensummen an. Dann haben wir für die Zeit 8 bis 4 47 und für die Zeit 4 bis 8 83 Beobachtungen. Für kein Alkohol 80 und für Alkohol 50. Wenn wir jetzt jeweils alle Spalten oder Zeilen zusammen addieren oder alle Elemente drinne, kommen wir auf eine Gesamtbeobachtungszahl von 130 Kunden, die betrachtet wurden. Und dann haben wir mit diesen Randhäufigkeiten auch direkt die Möglichkeit, auf der nächsten Folie die erwarteten Häufigkeiten zu bestimmen. Für die haben wir diese Formel hier. Und da hilft es jetzt, sich daran zu erinnern, das, was ich gerade gesagt habe, das NI Stern, das waren die Zahlensummen, und das N Stern J, die Spaltensummen. Das heißt, für jeden Eintrag J nehme ich die jeweilige Zahlensumme mit der zugehörigen Spaltensumme mal und teile das Ganze durch die Gesamtanzahl der Beobachtungen. Dann sieht das so aus. Das ist beispielsweise für links oben kein Alkohol, 8 bis 4, rechne ich einmal die Spaltensumme 47 mal die Zeilensumme 80 geteilt durch die Gesamtanzahl Beobachtungen 130. Das mache ich für die anderen drei ebenso. Dann habe ich hier meine erwarteten Häufigkeiten, also diejenigen Häufigkeiten, die sich einstellen würden, wenn es überhaupt keinen Zusammenhang gibt zwischen diesen zwei Größen. Die übernehme ich jetzt zusammen mit den tatsächlich gegebenen Häufigkeiten und dann vergleiche ich die. Dann rechne ich einfach die Differenz aus. Das heißt, das, was ich hier bei diesem Test eigentlich mache, ist zu gucken, inwieweit ich von der Verteilung abweiche, die besteht, wenn es überhaupt gar keinen Zusammenhang zwischen den Größen gibt, wenn die Verteilung absolut zufällig ist. Das mache ich, indem ich meine bekannte Chi-Quadrat-Statistik berechne, also immer erwarteter Wert minus tatsächlicher Wert, das Ganze in Klammern zum Quadrat, geteilt durch erwarteter Wert. Und das sieht dann in der Formel so aus. Das N mit dem Dach ist der erwartete Wert, das N ohne Dach ist der tatsächliche Wert. Dann mache ich das für alle Einträge und addiere das dann jeweils auf. Dann steht halt einfach, diese Doppelsumme steht nur dafür, mach das für jeden einzelnen Eintrag und addiere alle, in diesem Fall, 4 Bestandteile auf. Und die Bestandteile, die sehen hier so aus. Ich fange an, oben links, 28,92 minus 34, also erwartet minus tatsächlich, in Klammern zum Quadrat, geteilt durch 28,92, also geteilt durch erwartet. Wie gesagt, das Gleiche für alle 4. Und dann muss ich die nur noch aufaddieren. Wenn ich das mache, komme ich mit diesem Zwischenschritt zu einem Ergebnis von 3,6333. Dann habe ich hier meine Teststatistik. Und die vergleiche ich jetzt mit einer Referenzstatistik. Zunächst übernehme ich sie. Dann bekomme ich die Referenzstatistik für den Test. Immer als Chi-Quadrat. Dann habe ich die Anzahl der Freiheitsgrade und die ergibt sich hier als Groß I minus 1 mal Groß J minus 1. Groß I, das ist die Anzahl der Zeilen und Groß J ist die Anzahl der Spalten. Jetzt habe ich hier 2 Zeilen, 2 Spalten. Das heißt, ich rechne 1 mal 1.
Das heißt, ich habe einen Freiheitsgrad und hinten habe ich noch 1 minus Alpha. Mein Alpha war jetzt gegeben als 5%, also habe ich 0,95. Nach genau dem Wert, chi Quadrat 1, 0,95, schaue ich jetzt in der Tabelle. Da finde ich den Wert 3,8415. Den muss ich jetzt mit meiner Teststatistik vergleichen. Dann sehe ich, meine Teststatistik ist noch ein bisschen kleiner. Das bedeutet insbesondere, meine H0-Hypothese kann nicht abgelehnt werden. Und die H0-Hypothese im Rahmen des Unabhängigkeitstests sagt aus, die beiden Variablen haben nichts miteinander zu tun. Sie sind stochastisch unabhängig. Das heißt, weil ich sie hier nicht ablehnen kann, muss ich auch hier sagen, die beiden Variablen haben nichts miteinander zu tun. Also es besteht kein signifikanter Zusammenhang zwischen der Tageszeit und der Art der gekauften Getränke. Und das beendet dann auch diese Aufgabe. Ich hoffe, Sie konnten etwas hieraus für sich mitnehmen und es hat Ihnen gefallen. Und weitere Aufgaben hierzu bzw. zu dem Arbeitsbuch, die finden Sie über die zugehörige Playlist. Ich sage auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal.